Hallo und herzlich willkommen zu dieser außergewöhnlichen Begegnung auf dem Kanal von Florian Homm. Ich bin Tahir Chaudhry, ich werde heute durch dieses Gespräch führen. Bevor ich das tue, würde ich gerne unseren Gast vorstellen. Carsten Stahl wuchs in Berlin-Neukölln auf. Er wurde als Kind Opfer von Mobbing durch Mitschüler, weil er als unsportlich galt. Daraufhin wandte er sich dem Sport zu, Fußball und Tennis, später Kraftsport und verschaffte sich durch Zurückschlagen Respekt. Als Anführer einer kriminellen Neuköllner Gang verdiente er nach der Schulzeit viele Jahre seinen Lebensunterhalt. Als ausgebildeter Fitnesstrainer sammelte er Erfahrung im Bereich Personenschutz und in verschiedenen Kampfsportarten, MMA, Krav Maga und Karate. Ab 2011 erlangte Stahl seine Bekanntheit als Hauptdarsteller der RTL2-Serie Privatdetektive im Einsatz. 2014 gründete er die Bürgerinitiative Stopp Mobbing. In öffentlichen Einrichtungen, Schulen und Vereinen sensibilisiert er seitdem für das Thema Gewalt und Kinderschutz und bietet bundesweit Präventionskurse gegen Mobbing und Diskriminierung für Selbstverteidigung und Motivation an. Stahl kandidiert auf der Landesliste der Freien Wähler für die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus im September 2021. Herzlich willkommen. Hallo, danke. Florian, hast du jemals, also in der Schule, später an der Uni, im Beruf Mobbing erlebt? Mobbing ist absoluter Bestandteil meines Lebens gewesen. Auch erstmals, ich war so ein langer Lulatsch, bei mir haben alle gedacht, ich bin 3-4 Jahre älter. Es gab in der Grundschule kaum einen Tag ohne Blut auf dem Hemd. Dann nachher etwas weiter haben wir immer so die Knöchel hier so vor der Pause gerichtet, dass wir uns nicht richtig wehtun beim Schlagen. Eingesteckt, ausgeteilt, auch mal irgendeine Nervensäge in einen Kleiderschrank gesperrt, Fressgeld abgeräumt, alles Mögliche. Also klar, und Mobbing im Beruf, ich halte da überhaupt nichts von, weil es rein im Geschäftlichen idiotisch ist und im Gesellschaftlichen oder in der Familie oder in der Gemeinschaft ist es verwerflich, es führt zu extremen Schäden. Ich bin auch in Produktion, aber eher von elterlichem Mobbing, sage ich mal, psychologisch, Gewalt und sexuell. Und es ist das zentrale Thema für mich, weil es jedes dritte Mädchen betrifft, wahrscheinlich jeden fünften Jungen. Und du sagst, jeder sechste ist ein Mobbingopfer. Ich glaube, das ist eine Dunkelziffer, genau, die ist höher. Es führt zu Suizidraten. In der Pandemie sind über die Hälfte aller Jugendlichen, laut Uni Krems und Wien, haben mittlerweile Angstzustände, zeigen depressive Muster auf. Ein Sechstel kontempliert Selbstmord. Wir kommen vielleicht in den vierten Lockdown. Wir haben eine geschädigte Gesellschaft. Das Thema darf man nicht ignorieren. A, als Mensch und B, wirtschaftlich ist das desaströs. Was für eine Generation haben wir erzeugt? Schon davor, aber jetzt ist es so offensichtlich. Carsten, hast du irgendeine Erfahrung in seinem Bereich, in seiner Geschäftswelt, in der Finanzwelt, Aktien, Börse? Mobbing gibt es in allen gesellschaftlichen Schichten. Mobbing wird ausgelöst durch die Gruppendynamik, durch den Gruppenzwang und durch Machtpositionierung. Und wo ist mehr Macht als in geschäftlichen Bereichen, wenn viele Menschen zusammenkommen, die alle nach mehr, vor allem nach mehr Macht und mehr Geld streben. In der Politik ist das ein ganz normales Mittel und natürlich auch garantiert im Bankwesen. Ja, da wahrscheinlich hinter schön verschlossenen Türen, hinter Chefsesseln, wobei, wenn es von oben nach unten geht, das ist oft das Bossing, dann geht es von oben aus. Aber das Entscheidende ist ja, es ist kein Problem von Schule oder Wirtschaft oder nein, es ist ein gesellschaftliches Problem, was es von Generation zu Generation schon gibt und immer mehr steigt. Aber, jetzt komme ich zu den großen, aber es hat natürlich eine ganz andere Form durch diese Waffe aufgenommen. Durch diese digitalisierte Waffe nimmt es eine ganz neue Dynamik und eine ganz große Gefahr auf. Denn Cybermobbing ist einfach die digitale Variante, tötet jeden Tag weltweit Hunderte von Kindern. Ich habe jeden Tag damit zu tun, mit den betroffenen Eltern, Kindern und auch mit den Lehrern, die die Missstände sehen. Aber das größte Problem in unserem Land, weltweit, aber gehen wir nicht so weit weg, bei uns in Deutschland ist, wir haben ein Problem mit der Wahrheit.
Wir wollen keine Missstände hören, wir wollen keine Probleme hören. Wir wollen die Themen hören, die uns entweder nutzen oder die wir auch bearbeiten können. Also wir reden alle gerne über Fridays for Future und wir sind alle gegen Rassismus. Und jetzt gerade während der WM sind wir natürlich alle auch dafür, dass wir gleichgeschlechtliche Liebe fördern. Alles richtig und wichtig. Kinderschutz? Ich höre keine Fußballer für den Kinderschutz auflaufen. Ich höre keine Sänge oder Kniefälle gegen Mobbing. Die höre ich nicht. Kids too. Okay, nicht. Florian, was glaubst du, woran das liegt? Also, ist doch eins ist glasklar. Man kann es fast im Tierschutz vergleichen. Die haben anscheinend mehr Stimmen. Wir reißen uns mehr auf wegen Bienen. Bienenschutz, Artenschutz, als wegen Kinderschutz. Woran liegt es? Es ist ein Versagen. Da darf man auch nicht nur immer dieses Politiker-Bashing machen, weil es gibt auch Politiker, die das einsehen. Ja. Es ist auch ein gesellschaftliches Versagen in einer narzisstischen Zeit, wo beide Eltern arbeiten, wo der 3er BMW ausgetauscht werden muss in den 5er BMW, wo man sich entsprechend verhält. Man hat auch gar keine Probleme. Ist ja alles geschmeidig und gut. Aber wie in meiner eigenen Familie, hinter die Oberfläche schaust, ist es pfui. Ja, und wir wählen Parteien, wir hatten das vorher mal schon besprochen, du warst fast in diesem Experiment, pädophilen Experiment in Berlin, wurdest du fast aufgesammelt. Das ist tief in der Gesellschaft drin und es ist eigentlich das Kernthema. Und an den Kern geht doch keiner gerne. Man muss sich auch mit der Wahrheit beschäftigen. Du hast vorhin, ich muss da nochmal in die Frage reingehen wirtschaftlich. Mhm. Eins meiner Geschäftsmodelle, das heißt Green Mail, das heißt grüne Post, das kommt vom Dollarschein, der grün ist. Mhm. Und ich hatte damals vielleicht 7 oder 10% einer großen Firma aufgekauft oder TUI oder Commerzbank, schlag mich tot oder ja noch ein Auto-Blabla-Unternehmen. Und dann haben sich ein paar Leute zusammengetan mit mir. Dann haben wir gesagt, Leute, zahlt uns mal ein bisschen aus eurer Portokasse Geld. Sonst seid ihr morgen nicht mehr im Management. Das ist auch eine Art Mobbing, aber es ist komplett legal. Ja? Und was, es ist auch sehr ertragreich für die Investoren und auch andere. Ich möchte es gar nicht werten, ja? Aber es ist natürlich eine Distanz. Wir leben so im Äußeren, das ist der Ursprung. Wir leben so im Äußeren, ich kann das echt sagen von mir, ich habe das selber gesagt, so verkopft, solche Kopfgeburten, dass wir die Essenz, den Kern, warum wir hier sind, vergessen haben für unsere Kinder. Unsere Kinder wollen nur zwei Sachen, Carsten, echt, widersprech mir. Die wollen nur ein Gefühl, also sie wollen drei Sachen. Sie wollen ein Gefühl der Sicherheit haben, das Vertrauen. Die wollen zweitens nur geliebt werden. Und jetzt kommt was ganz Verrücktes. Die brauchen auch Grenzen, weil ich kann mit 5, kann ich das nicht ausreden. Ich muss auch mit den Kindern nicht mit 5 eine schwierige Diskussion führen. Wir brauchen auch Grenzen. Du kannst auch alles in eins zusammensetzen. Sie brauchen Geborgenheit. Oh, geil. Geil. Und das fehlt, natürlich auch in der Gesetzgebung, weil, wie gesagt, du hast ein Steuerthema und du kriegst 3 Jahre oder irgendwas, aber du hast echt die laschesten Strafen in dem Bereich im Verhältnis zu vielen anderen Ländern. Da muss man auch mal fragen, warum? Das ist ja gar keine große Abschreckung. Warum? Genau, da muss man sich halt wirklich mal wieder fragen. Und ich habe viele, viele Jahre gegen Mobbing gekämpft. Das war ja natürlich klar. Ich habe es selbst erlebt als Kind. Und als mein eigener Sohn nach kürzester Zeit an der Grundschule Opfer von Mobbing wurde, wollte ich meinem Sohn helfen und habe dann festgestellt, was das für ein großes Thema ist, an der Schule meines Kindes, dann noch kamen viel mehr Eltern auf mich zu, da habe ich eine Initiative gegründet, einen Verein gegründet, eine Kampagne gegründet. Und umso mehr ich den Teppich hochgeholt habe, umso mehr ich gesehen habe und auch darüber geredet habe, umso mehr wurde ich attackiert. Hab geholfen und wurde dafür kritisiert. Ich habe gesagt, das sind Menschen, die meine Du machst das Richtige und du kriegst einen Shitstorm. Richtig, da denkst du, was ist denn das? Das stimmt noch nicht. So, und wenn ich jetzt nicht der wäre, der ich wäre, nämlich ein unbequemer Typ für viele ein Arschloch. Ja, mit einem guten Herz. Da frage ich mich, wer von uns beiden hier das Arschloch ist. Nur reagiere ich auf Druck mit einem gewissen Leck-mich-am-Arsch-Effekt. Es hat ja einen Grund. Und ein weiser Mann aus dem Kampfsport hat mal gesagt, man greift immer nur den an, der den Ball hat. Und das war Bruce Lee. So, tja, mittlerweile habe ich nicht nur den Ball, sondern ich habe auch das ganze Spielfeld. Also es ist okay. Und es ist eine Frage, für was man kämpft. Früher habe ich für den falschen Weg gekämpft, für Geld, für Positionen.
Heute kämpfe ich für den Kinderschutz. Und alleine, nimmt es doch mal auf der Zunge, für den Kinderschutz kämpfen zu müssen. In einem Land 2021, das das reichste Land Europas ist, aber rückständig im Kinderschutz. Und warum? Sie haben keine Lobby, sie zahlen keine Steuern, sie haben keine Stimmen. Kinderschutz hat für mich oberste Priorität. Aber in unserer politischen Agenda ist Kinderschutz da. Es sei denn, es ist Wahljahr. Dann versucht man natürlich, es immer wieder zu instrumentalisieren. Er hat es schon gesagt. Tierschutz ist wichtig. Ich habe selber 2 Hunde. Ich liebe Tiere. Aber damit wird viel mehr getan als andere. Und ich will nicht entweder oder. Genau. Sowohl als auch. Wo ist denn das Problem? Und deswegen sage ich wieder, und das ist auch so, da sage ich auch, Emanuel, pass mal auf. Du kannst, das ist vollkommen okay, du kannst das alles machen. Aber warum, und das ist nicht nur Manuel, sondern viele andere auch, sagt ihr denn nicht? Ich sag mal, es war euer Christoph Metzeler, den ihr kanntet, mit dem ihr vielleicht auch Partys gefeiert habt. Der hat Vergewaltigungspornos von kleinen Kindern gehabt. Nochmal. Nicht nur irgendwelche Bildchen, Vergewaltigungspornos. Und trotzdem hat außer ganz wenig Fußballer keiner was gesagt. Und der, sorry, dieser Typ hat nur 10 Monate gekriegt und 25.000 Euro. Das ist ein Fliegenschiss. Also, und da bin ich etwas nicht irritiert, ich bin stinksauer. Und deswegen mache ich das, was ich mache. Und mittlerweile auch mit der Entscheidung, in die Politik zu gehen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass der Kinderschutz in Deutschland eine starke Stimme bekommt. Ich glaube, ich habe eine starke Stimme. Florian, nochmal meine Frage. Also Carsten setzt sich für den Kinderschutz ein, gegen Kindesmissbrauch. Alle etablierten Parteien scheinen dieses Thema zu meiden. Du hast es auch mal angeschaut, die ganzen Programme durchgeforstet. Obwohl die Gesellschaft fühlt, dass es da gravierend etwas falsch läuft. Wir haben das Thema Epstein, wir haben das Thema Metzelder jetzt gehabt. Trotzdem wird nicht konsequent dagegen vorgegangen. Warum passiert so wenig auf diesem Feld? Vielleicht ist das Problem viel größer bei den sogenannten Verursachern, als wir uns das vorstellen. Also ich hatte, das ist nicht meine These, ich hatte einen Talk mit Maximilian Pollux, der hat das aus seiner analytischen Sicht so gesagt, tja, warum werden denn die Haftstrafen nicht erhöht? Es ist ja bei Crystal Meth kein Problem, bei Mord und Totschlag ist es auch kein Problem. Warum denn da? Ja, vielleicht ist das so durchdrungen, dass man sich gegen höhere Haftstrafen verwehrt. Also wir hatten das ja, das Thema Haftstrafen im Bereich Pädophilie. Da gab es ja eine Einstimmung CDU-CSU, CSU besonders stark beim Thema, AfD auch relativ stark, SPD einigermaßen. Enthaltung waren Linke, Grüne und überraschenderweise FDP. Warum? Warum? Ich verstehe es nicht. Das ist unser Land, das sind unsere Kinder, das sind die Folgegeneration. Wollen wir dann, dass jeder vierte extrem geschädigt ist, ob es Mobbing ist, ist vollkommen egal. Sexuelle Gewalt, Gewalt psychologisch ist ganz egal. Das muss ich mal hinterfragen. Missbrauch im Großen. Missbrauch an der Seele, ob es Mobbing ist oder nicht. Es ist ja die Seele, die stirbt. Ja. Das ist eine wilde These. Ich habe das noch nicht so auch zahlenmäßig mit mir verarbeitet, aber du weißt, ich gehe immer in die Ratio. Wenn ich weiß, dass das Verhältnis Schulpsychologe in Deutschland, das ist nicht meine Zahlen, das ist vom Spiegel ausgearbeitet worden, ein Schulpsychologe für 7.000, davon ist jeder sechste Mobbingopfer, ein Schulpsychologe für ungefähr 1.200 Mobbingopfer, der kann aber nur 30, 40 betreuen. Das ist extrem betreuungsintensiv. Das heißt, ich erreiche nur 3-4%. Und was mich hier wahnsinnig macht, was mich so motiviert hat heute, ist, dann geht Carsten raus, erreicht 80.000 Schüler in diesen Jahren, in denen du da tätig bist. Ich weiß nicht, wie viele Millionen über deine Aufrufzahlen. Du wirst echt gedisst. Deine Methodik wird auch noch in Frage gestellt von den Systemhörigen. Ja, liebe Leute, wir müssen mal drüber reden. Das tust du und du erreichst. Und du kriegst keinen bescheuerten Cent von Bund und Land. Aber du zeigst einen Effekt. Und das ist nicht Schulpsychologe oder Carsten. Das ist gemeinsam eigentlich. Genau, gemeinsam. Lass uns doch mal öffnen. Das ist Ineffizienz. Ich sag's mal ganz kalt wirtschaftlich.
Es ist ineffizient, es ist ineffektiv und es macht gar keinen Sinn. Weil wir verhunzen Generationen, mit denen werden wir auch noch leben. Und wir haben eine verdammte Verantwortung für unsere Bürger. Und es scheint wenige richtig zu interessieren. Aber es scheint so viel zu interessieren, dass ihr wahrscheinlich in den Berliner Senat kommt, wenn er weitermacht. Also, und ich kann sowieso nicht verstehen, wenn diese Ziffern stimmen, diese Dunkelziffern, jeder fünfte Junge, jedes dritte Mädchen, das könnte höher sein, eine gewisse Form des Mobbings oder der Gewalt, ja, da muss ich mir echt überlegen, welche Partei ich wähle. Ist verdammt schwer, deswegen habe ich mich auch entschieden, also im Endeffekt keiner, zu denen ich Beziehungen hatte, das zu machen, sondern ich habe mich halt entschieden zu sagen, mit mir geht der Kinderschutz in die Politik und das habe ich auch ganz klar bei den Listenplatzwahlen gesagt. Ich gehe für den Kinderschutz in die Politik und ich lasse mir von keiner Partei, weder von der, in der ich jetzt bin, noch von der anderen vorschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe, sondern ich unterstütze die Parteien und die Politiker, die sich für den Kinderschutz einsetzen. Und weil ich nicht parteipolitisch bin, sondern dieses mache. Und das führe ich auch schon durch. Aber jetzt nehmen wir doch mal, also nehmen wir zum Beispiel mal die Kritik. Jetzt muss man sich mal vorstellen, man kritisiert nicht. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, den Pizzarestaurant um die Ecke kritisiere, für seine schlechten Pizzas und für seine schlechten Spaghetti. Die kann ich ja nur dann beurteilen, wenn ich da hingehe und die esse. Ich kann sie ja nicht beurteilen, weil auf der Speisekarte Spaghetti stehen. Die mich kritisieren, die waren noch nie bei mir. Noch nie. Noch nicht einer. Und dann lade ich die ein. Die kommen nicht. Nö, brauchen wir nicht sehen. Alle, die da waren. Ich kann euch ein Video vorspielen vom Berliner Bürgermeister Müller. Der war da. Spielt keine Rolle. Und jetzt kommen wir noch mal zu der Perversion. Also ist ja nicht so, ich habe ja mittlerweile, bin ich schon 8 Jahre dabei, es gibt natürlich auch viele politische Unterstützer mittlerweile. Nehmen wir doch zum Beispiel mal den Mario Chaya, der war früher mal Gesundheitssenator von Berlin. Der ist jetzt in Marzahn. Und der unterstützt meine Arbeit. So, und dann geht der Pressesprecher der Berliner SPD auf den zu, mehr oder weniger, wenn es der Sprecher war, aber hin und sagt zu dem, der hat doch ein Video bei mir gemacht, Chaya, also mit dem Stahl, da müssen wir doch zusammenhalten. Wie? Warten, die kennen die doch ja nicht. Und ich weiß doch, dass der das kann. Das spielt keine Rolle, ob ich es kann. Es geht keine Rolle darum, weil ich es kann, darf doch nicht sein, was nicht sein darf. In Deutschland ist das so. Weil man die Wahrheit nicht bekämpfen kann, bekämpft man den, der die Wahrheit sagt, diskreditiert ihn, zieht ihn durch den Dreck, damit ihm keiner glaubt. Kommt mir übrigens sehr bekannt vor jetzt mit vielen Sachen, die auch bei der Pandemie passieren. Aber das ist nämlich genau das, um was das geht. Wenn es Missstände gibt, kann man die nicht wegbeten und man kann sie auch nicht unter... Und das nehmen wir doch mal die Perversität. Man kann sie auch nicht aussitzen. Nein. Oder? Ja. Wie der Senat macht, er setzt es unter Verschlusssache. Wir wollten die Zahlen wissen an den Gewaltmeldungen vom Berliner Senat an den Schulen. Hat der Herr Geisel, der Innensenator Berlins, unter Verschlusssache erklärt und sagt sie damit also... Staatsgeheimnis. Gleichzeitig gibt er nicht preis, wie viele Menschen in Berlin vergewaltigt werden. Wie viel Gewalt zahlen wir? Nichts. Also, mit der Promisse unter Verschlusssache stellt man nur das, was dem Ruf des Landes schaden kann. Also nur mal zur Erinnerung, das ist hier Berlin. Hier sind Bomber durchgeflogen und haben das hier in Schutt und Asche gelegt. Berlin existiert immer noch. Was aber nicht existieren würde, wäre, wenn die Zahlen rauskommen würden, dieser Berliner Senat. Denn dieser Berliner Senat ist nur auf eins aus, seine Position zu halten und weiterzumachen und die Menschen im Endeffekt in irgendeiner Weise in seinem Dunst zu lassen. Das gilt hier nicht nur im Berliner Senat, das gilt ja für vielen so. Aber, und da muss ich auch wieder sagen, es gibt nicht die Politik. Es gibt Gute, es gibt Schlechte. Und ich habe viele Gute kennengelernt, die mir aber auch selber sagen, Carsten, ich komme in meiner eigenen Partei nicht weiter als hier, weil ich zu unbequem bin, weil ich zu viele Fragen stelle, weil ich nicht bei allem Ja und Amen sage. Und deswegen habe ich halt entschieden, okay, ich gehe da rein und ich bin im Endeffekt jemand, der sagt, mich interessiert die Politik nicht, mich interessiert der Kinderschutz. Aber du hast es vollkommen gesagt, Florian, sollten wir die 5% bekommen oder mehr, bin ich Abgeordneter im Land Berlin. Jetzt mögen ja die anderen vielleicht sagen, naja, Carsten, dann hast du bis, du reagierst ja nicht mit. Das tue ich auch jetzt nicht. Trotzdem scheint doch irgendwie doch wunde Nerven zu treffen. Und deshalb nur sinnbildlich, was ich dann im Berliner Senat wäre. Also, ihr habt dann großen, stattlichen, starken Mann. Wenn ihr den umdreht, läuft zwischen seinen breiten Schulterblättern und seinen riesen Rückenmuskulaturen eine Wirbelsäule. Und jetzt kommt eine kleine Schraube, die sich ganz langsam in diese Wirbelsäule reinschraubt. Das ist nur eine kleine Schraube, aber auf den richtigen Nerv. Gut. Bewegt sich dieser stattliche, große Mann nicht einen Meter mehr.
Und ich werde mit anderen, wenn wir da reinkommen, diese Schraube sein. Und wenn ich im Gegensatz zu den anderen Herrschaften, die im Senat nämlich sitzen, muss ich nur noch mal Remindset machen. Wenn ihr da sprecht, habt ihr eine Followerschaft auf euren Instagram- und Facebook-Kanälen, wenn ihr so überhaupt habt, von nicht mal 5.000. Wenn ich da spreche, hören mir Millionen zu. Wenn ihr dann also dort wieder Scheiße labert, hören eure Sprüche, euer Versagen Millionen von Menschen. Ich bin auch nur ein Typ, der aber den Mund aufmacht, der sich nicht den Mund verbieten lässt und der eine einzigen Promisse folgt. Kinderschutz ist unverhandelbar. Geil. Und da diskutiere ich nicht. Geil. Ich muss hier echt was einbringen. Ja. Wenn wir innerhalb kürzester Zeit unser Verteidigungsministerium, unseren Militärapparat von 38 Milliarden auf 50 Milliarden erhöhen können, was können wir erreichen mit 12 Milliarden Kinderschutz? Verdammt nochmal, alles ist die Antwort. Wir können sogar noch eine geile, super digitale Ausbildung machen. Wir kommen in wenigen Jahren auf die Pole-Position in der Bildung, wenn wir das jedes Jahr ausgeben. Warum wollen wir das nicht? Vielleicht ist es nicht gewollt, dass die Kinder... Vielleicht sollen die Kinder mehr Marionetten sein, nicht so viel nachdenken. Guck mal, wir schließen immer mehr Jugendeinrichtungen. Ich meine, ich hatte noch einen Jugendclub, gibt es heute kaum noch. Die schließen in den großen Bezirken, wie man sagt, schließen die Jugendeinrichtungen. Die Kinder sind auf der Straße. Ist doch normal, dass sie dann anfangen, Scheiße zu bauen und falsche Kontakte knüpfen. Das ist doch, was ist das für ein kollektives Versagen? Aber ich bitte euch, meine, wenn wir Politiker haben, die nicht mal Kinder haben, welche sexuelle Neigung sie haben, ist mir da vollkommen egal. Aber wenn sich jemand hinstellt und sagt, na, wenn euch kalt euch ist, dann macht Kniebeugung, klatscht und keine Kinder hat. Sorry. Dann kann ich natürlich nachvollziehen, dass man nicht das ist. Und mein Ding ist, ich habe gesagt, ich gehe als freier Bürgervertreter, ich will nicht mal als Politiker bezeichnet werden, weil ich das als Schimpfwort empfinde, weil für mich ist ein Politiker ein Helmut Schmidt gewesen. Sondern ich gehe als freier Bürgervertreter, ich stehe für die Ängste, die Nöte und die Sorgen der Bürger und vor allen Dingen für ihre Kinder dort. Und das versuche ich zu verändern, das mache ich seit Jahren. Und wenn jetzt einer sagt, na, was hast du denn schon bewegt? Naja, das Thema Mobbing habe ich auf jeden Fall bundesweit zum Thema gebracht. Und ich bin da kurz davor, ein Gesetz gegen Mobbing in den Bundestag zu tragen. Und ich habe es geschafft, innerhalb eines Jahres ein Bündnis einen Kinderschutz zu gründen und habe Dinge verboten, die andere Vereine seit Jahren zugelassen haben oder entweder nicht bemerkt haben, nicht bemerken wollten oder weiß ich nicht. Wie kann es sein, dass es Kindersexpuppen gibt weltweit? Wie kann es sein, dass man bei zwei großen Unternehmen, namhaften Milliardenunternehmen, Kindersexpuppen bestellen konnte in allen Größen, in allen Farben, mit verschiedenen Körperöffnungen, gefühlsecht bestellen konnte? Das Übungsmaterial ist für Pädophile. Wie kann es sein, dass es sowas gibt? Wie könnte es sein, dass es ein Handbuch mit 1000 Seiten mittlerweile, von 300 angefangen, über Jahre hinweg auf 1000 Seiten ausgearbeitet, ein Handbuch für Pädophile gibt, wo professionelle Pädophile, die schon viele Kinder missbraucht haben, niederschreiben können im Darknet, wie man ein Kind missbraucht, ohne erwischt zu werden, wie man keine DNA hinterlässt, wie man die Kinder anlockt, wie man sie entführt oder wie man sie zum Schweigen bringt und wie tief man in ein Kind eindringen kann, ohne Spuren zu lassen. Wie kann es sein, dass es sowas gibt? Und jetzt kann man sagen, oh, wusste ich nicht. Ja, ich wusste es auch nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die anderen das alle nicht wussten. Aber wenn sie es gewusst haben, haben sie eins nicht gemacht. Sie haben es nicht öffentlich gemacht. Sie haben keine Petition gestartet. Sie haben es nicht mit Druck und Nachdruck in die Politik getragen. Und sie haben es nicht innerhalb von 10 Monaten verboten. Und ich mag vielleicht für viele ein Riesenarschloch sein, weil ich meine Fresse nicht halte. Aber ich habe diese beiden Sachen in Deutschland verboten. Geil. Und ich arbeite an anderen Gesetzen mit. Also erzählt mir nichts über Kritik. Ich kann so viel Kritik üben. Aber Problem ist, wenn wir nur kritisieren, drehen wir uns im Kreis. Lösungen. Wir müssen eine Lösung finden. Und deswegen habe ich gesagt, Mann, immer nur das bis zum Spielfeld reintragen, wo dann die Politiker draufstehen und sagen, danke Carsten, und spielen selber. Und sind dann auch noch sehr anmaßend oder, sagen wir mal, ignorant. Gesagt, oh, wisst ihr was, da mache ich einen Schritt vor, bin ich auf dem Platz, da schnappe ich mir den Ball und schieße ins Tor, verdammte Scheiße. Vor vielen Jahren haben welche gesagt, das kannst du nicht, das funktioniert nicht. Wieso will mir immer jeder mein Leben lang erklären, dass ich etwas nicht kann oder nicht darf? Und wie lange dauert es endlich, bis alle kapieren,
dass mir das scheißegal ist, was man mir sagt. Also ich mache es einfach. Und wer das nicht kapieren will, na und? Ist mir egal. Mann, schieb den Haribo im Hintern und halt die Fresse. Sorry. Florian, wenn er von Handbuch für Pädophilie spricht, von Kindersexpuppen, von ja einfach einem inkonsequenten Handeln, was Kindern gegenüber an den Tag gelegt wird. Glaubst du, dass es vielleicht damit zu tun hat, dass sich die Familie generell in dieser Gesellschaft als ja, wichtigste Keimzelle der Gesellschaft zurückzieht, im Rückzug befindet? Also wir Deutsche haben immer weniger Kinder, immer weniger Menschen binden sich, haben eben Familien. Glaubst du, dass es auch etwas damit zu tun hat vielleicht? Es gibt, das ist ja gar keine Verschwörungstheorie, das ist ganz klare Statistik. Wenn man sich anschaut, die kriminelle Auffälligkeit bei Alleinerziehenden, dann ist die deutlich höher, also Faktor 4, da gibt es US-Studien dazu, als in der beidseitigen Elternbeziehung. Dieser angenommene wirtschaftliche Druck, dass das Glück über Besitzen entsteht, das ist so petrifiziert. Wir haben natürlich auch einen gewissen Narzissmus. Das heißt, wir gehen nicht einmal an diese Themen dran. Wir bleiben ständig an der Oberfläche und beschäftigen uns mit diesen Alibi-Themen, die überhaupt nicht Kernthemen sind. Das sind Nebenerscheinungen, die sind wichtige, aber es sind nicht die Kernthemen. Und diese Konfliktfähigkeit, natürlich, das hat eine ganz klare gesellschaftliche Struktur. Es hat auch viel mit Social Media Ablenkung zu tun. Die Vorgeneration hat 4 Stunden am Tag Glotze geschaut. Die neueren Generationen sind halt 4 Stunden am Tag in teilweise wirklich reicht nicht. Reicht nicht, sogar noch intensiver. 6 bis 8 Stunden. 6 bis 8 Stunden. Wie soll man es dann noch mit dem beschäftigen, was der Kern ist, nicht nur in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft, in der kleinsten gesunden Einheit. Und die kleinste gesunde Einheit wird jetzt noch mehr getrennt. Ich bin echt weltoffen zu allen Themen, aber ich glaube nicht, dass es 33 verschiedene Gendertypen gibt. Die Sprache wird schon entmenschlicht. Wir haben ein verstörtes Verhaltensmuster mittlerweile. Das ist so wahnsinnig gut dokumentiert, statistisch, im Umgang miteinander, ja, der Bewegung, der Gesichtserkennung. Also das heißt, das wird stark, wir sind schon stark digitalisiert und wir werden immer stärker in diese Digitalisierung eingebracht. Das sind Resultate und Carsten, es ist eine Lebensaufgabe, das anzugehen. Es gehört zu unseren Kernaufgaben auch, das ins Gespräch zu bringen und faktisch was zu machen. Natürlich ist es gewollt, ist es geplant, ist doch vollkommen egal. Es ist ein Fakt. Und wenn wir es unterlassen, es anzugehen, dann darf ich das auch meinen Kindern und meinen Enkelkindern mal erklären, warum ich da am Ruder gepennt habe als einigermaßen bekannte Person. Genau, das ist zum Beispiel etwas, was ich immer wieder gesagt habe. Ich möchte nicht mich daran mitschuldig machen, nicht den Mund aufgemacht zu haben oder gehandelt zu haben, als ich die Möglichkeit dafür hatte. Denn in ein paar Jahren, kommt natürlich immer darauf an, wie es sich weiterentwickelt. Ich hätte natürlich weiter meine Fernsehkarriere machen können, die aber irgendwo, so wie alle Sachen, irgendwann ausgelaufen wäre und dann wärst du weg gewesen. Dann interessiert sich kein Schwein mehr. Es war ja schon so, als es hieß damals, ja, wenn du aus dem Fernsehen jetzt aussteigst, dann bist du weg vom Fenster. Dann habe ich gesagt, nein, dann ist das so, man interessiert mich nicht. Ich bin nicht auf der Welt, um Fernsehen zu machen, sondern ich bin auf der Welt, um meiner Bestimmung zu folgen. Und ich fühlte mich in dem Moment dann nicht mehr wohl und ich wollte etwas verändern und das habe ich. Und wo die Reise weiterhin geht, das weiß man nicht. Ich gehe einfach immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und weißt du, 17.000 Dankesbriefe. Und Kinder und Eltern, Kinder, die mir sagen, sie haben mein Leben verändert, sie haben mir mein Leben gerettet. Ich meine, ich kann euch Videos zeigen, wo ich in einer Veranstaltung stehe und wir reden, ich rede emotional über das Thema und dann fangen die erst einer, dann zwei, dann drei, auf einmal der ganze Raum an zu leben und alle sich irgendwo zu outen. Da steht ein Mädchen auf und sagt, Herr Strahl, ich wollte mich umbringen oder ich wollte nicht mehr leben. 15 Jahre alt war die und sagte, und dann habe ich ihre Videos gesehen, ihre Botschaften gehört. Ich lebe nur noch, weil sie mir Mut machen. Und wenn du das hörst, dann weißt du in dem Moment, wow, und da lasse ich mir doch nicht ein paar blinden und systemtreuen Menschen, die der Meinung sind, alles beim Alten zu lassen, um sich selbst in ihren Positionen zu halten, um keine Kritik oder weil sie keine Kritik aushalten, von irgendwelchen Leuten, die noch nicht mal in meinem Seminar waren, irgendwas erzählen. Entscheidend ist eins. Wir haben 32.000 Schulen. Wir haben 10 Millionen Schüler. Fragt 10 Millionen Schüler,
wollt ihr was an eurer Schule für Respekt und Toleranz machen? Und ich sage euch, und ich rede jetzt auch von denen, die schon ein bisschen älter sind, ich sage euch, dass 90% der Schüler meinen Namen sagen. Warum? Weil sie digitalisiert sind, weil sie das sehen und weil sie nur, und das ist das Entscheidende, wichtig ist es ja nicht, wer kann was besser, sondern gemeinsam erreichen wir Unendliches. So, es geht nicht darum, kann der Pädagoge, der Lehrer oder, nein, es geht, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Jetzt ist es aber so, der macht seins und alle bekämpfen einander. So, und ich war ja mittlerweile schon an über 230 Schulen. Und ich wäre jetzt schon bei wahrscheinlich 300 Schulen, wenn die Pandemie nicht gewesen wäre. Ich hatte fast 80.000 Schüler. Und ich kriege ja jetzt, wo es wieder anfängt, auch sofort wieder E-Mails. Und ich habe gestern wieder Telefonate, heute Telefonate nach Rügen, nach Hagen heute und jetzt. Und immer wieder, wir haben das Problem, können Sie uns helfen? Natürlich, und da sind es ja offene Lehrer, offene Schulleiter. Weil 32.000 Schulen bedeutet 32.000 Schulleitungen. Eine ganz klare Sache. Mobbing ist kein Problem der Schulen, sondern der Gesellschaft. Mobbing macht aber nicht am Schultor Halt. Und durch die Digitalisierung ist es sogar noch 24/365, ja, 7 Tage die Woche. Wenn aber ein Schulleiter sagt, an meiner Schule gibt es kein Mobbing, ich habe das nicht, dann lügt er aus Angst, als Problemschule dazustehen. Aus Angst, sich eingestehen zu müssen, er hat dieses Problem. Übrigens muss ich jetzt mal ganz klar sagen, ich hatte, fast 80.000, 230 Schulen, 80% davon Frauen. Die Frauen haben damit weniger ein Problem, sich helfen zu lassen, als Männer. Und sie sind empathiefähiger. Ja? Sie sehen es viel schneller und sie lassen sich auch eher helfen. Mobbing kann man nur eindämmen, indem man offen und ehrlich damit umgeht. Man muss die Kinder, und das ist das Wichtigste, gute Prävention heißt es eigentlich immer dann, bevor Menschen zu Opfern und Tätern werden. Aber der Schlüssel gegen Prävention ist ein Muskel. Und das ist das Herz. Wenn man mit Prävention nicht ins Herz trifft, dann wird der Verstand sich auch nicht öffnen und zulassen zu akzeptieren, dass das Verhalten falsch ist. Und das gilt für unsere ganze Gesellschaft. Warum habe ich Sat.1 angezeigt? Warum habe ich mit RTL dieses Thema? Warum habe ich Pocher hochgenommen? Warum Jotta und wie sie alle heißen? Warum habe ich das getan? Weil ich aufzeigen wollte, dass das der falsche Weg ist. Und was macht Sat.1 jetzt? Und RTL, sie distanzieren sich vom Mobbing ein Jahr später. Jotta ist raus aus dem Fernsehen. Pocher gibt seine Sendungen, kriegt keine Aufträge mehr darin. Es gibt denn keine Veränderung im Bewusstsein der Gesellschaft. Ist auch Wahljahr, dürfen wir natürlich nicht vergessen. Ja? So, aber es ist trotzdem noch so, jeden Tag nimmt sich ein Kind das Leben. Jeden Tag werden in unserer Gesellschaft Kinder missbraucht. In einer Kita, in durchschnittlich jeder Kita-Klasse sollen 2 missbrauchte Kinder sitzen. Und Kindesmissbrauch geschieht ja oft in der eigenen Familie. Und deswegen sage ich euch, es ist immer noch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also wäre ich sehr dankbar, wenn wir mit diesen kleinen Vollidiotenkämpfen aufhören, sondern alle gemeinsam unsere Kinder schützen. Und gute, engagierte Menschen einfach der Politik aufzeigen, dass wir das als eines der obersten Prioritäten in unserem Land haben. Denn ein kluger Mensch, den die Nazis aufgehängt haben, hat mal etwas ganz Wichtiges gesagt. Und im Gegensatz zu vielen Politikern zitiere ich meine Quellen. Hat was mit Anstand zu tun, mit Ethik zu tun. Oder auch einfach damit, dass man nicht beschissen hat. Die Moral einer Gesellschaft zeigt sich in dem, was sie für ihre Kinder tut. Dietrich Bonhoeffer hat das gesagt. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil die Kinder sind unsere Zukunft. Und daran sollten wir arbeiten, wenn wir eine Zukunft haben wollen. Und übrigens bin ich und du irgendwann mal der Rentner, für die arbeiten, die wir heute im Stich lassen. Na, dass die dann stinksauer auf uns sind und uns dann einfach da in unserem eigenen Urin vielleicht sitzen lassen, das haben wir uns dann selbst zugeschrieben. Und das möchte ich weniger. Und ganz ehrlich möchte ich nicht eins. Ich möchte nicht, dass meine Kinder sagen, warum hast du weggesehen? Mobbing ist nur deshalb möglich, weil eine große Masse, ob in der Klasse oder in der Gesellschaft, es zulässt, wegsieht und schweigt. Ich weiß nicht, ob wir nicht aus der Geschichte lernen sollten, denn die schlimmste Form von Mobbing ist Ausgrenzen oder Eingrenzen. Florian, um es mal vielleicht ein bisschen auf die persönliche Ebene zu holen, du bist Vater von 2 Kindern. Mhm. Du auch? Ja, ja. Deine Jagd nach Geld und Macht eine Zeit lang hat dir viel Zeit genommen mit der Familie. Ja.
Und ja, welche Stellenwert hat für dich heute Familie und wie würdest du dich heute als Vater beschreiben? Das darf ich und kann ich mit gutem Gewissen, aber das war ich war gar kein Vater, ich war als Provider, als Ernährer sehr, sehr, sehr erfolgreich, aber meine Kinder sahen mich irgendwie als entfernte große Eiche, da wuchs nichts anderes auf. Ich war Big Guy und nicht Vater. Ich bin seit ungefähr 7 Jahren auf diesem Weg. Momentan bin ich sogar Dad. Und die kommen zu mir mit all ihren Themen. Und es gibt eine klare Ansage von mir. Da hat aber auch mir meine Frau geholfen. Meine Frau. Und darauf einzugehen und dass ihr euch auch mal pfeift, dass die immer sagen, was stinkt euch an mir? Lasst es raus, dann knallt es, aber eigentlich liebevoll und dann kommen wir uns näher. Und das ist alles vermieden worden. Man sollte einfach performen. Und das ist scheiße. Weil alles wird verdrängt und weggedrückt. Das ist die Frage, kann ich dir mit Ja beantworten? Okay. Was ist mit dir? Du bist auch Vater. Was würdest du Karrieremenschen sagen, die, sagen wir mal, ihre Familienplanung, Kinder eher nach hinten schieben? Was ist für dich das stärkste Argument, Vater zu werden? Vater zu sein von einem Kind? Also du meinst es aus der Sicht eines Mannes? Ja. Du kannst nach allem im Leben streben. Kannst du tun. Aber du wirst niemals im Leben wirklich wissen, um was es geht, wenn du nicht miterlebt hast, wie dein Kind zur Welt kommt und wie es wächst, dabei wächst. Ich habe viel Zeit, genau wie du auch, war ich nicht anwesend, habe auch viel Zeit verschwendet. Auch jetzt, ich sage mal, das größte Opfer, was ich in den letzten 8 Jahren gebracht habe, ist, ich habe 3 Jahre am Stück, nicht natürlich hintereinander, aber hintereinander gelegt, 3 Jahre meine Kinder nicht gesehen. Für alle die mich immer so kritisieren, ja, dass ich mal auf Lebenszeit mit meinen Kindern verzichte. Aber trotzdem sind diese Momente, also du magst dich stark fühlen, aber ein Kind, vorher hast du halt nur die Verantwortung für dich. Du kannst entscheiden, ob du arbeiten gehst oder nicht. Naja, und kannst sagen, naja, wenn ich zu fressen habe, dann klaue ich einen Maiskolben oder was auch immer. Aber du wirst erst dann wirklich erwachsen oder ein Mann, das ich aus meiner Mannsicht sehe, wenn du, ich sage jetzt nicht, wenn jetzt jemand keine Kinder haben will, dann ist das halt so. Aber ich sage immer, es ist schon nochmal eine ganz andere Sache, weil du hast halt Verantwortung für dich. Wobei ich halt manchen immer anrate, bevor ihr Kinder kriegt, schafft euch vielleicht mal erstmal für 3-4 Wochen einen Hund an. Weil den könnt ihr vielleicht dann wieder zurückgeben, weil wir haben am Autoführerscheine. Ja, wir lachen jetzt, aber leider ist es ja nicht so lustig, wie sich das jetzt anhört. Wir haben Autoführerscheine, weil ein Auto eine Waffe sein kann, ja, und leichter oft ist. Und deswegen wird das geprüft. Bei Kindern ist das nicht so, ja. Und da kriegt man ja Kinder und man muss auf einmal Eltern sein und manche kennen das gar nicht. Und ich bin ja leider bei auch denen, nehmen wir mal den Tim, den Fall mit Tim aus Querfurt, wo ich die Mahnwache gemacht habe, der zur Welt kommt, von Geburt an missbraucht wird, unter Drogen gesetzt wird von seinem Ziehvater und seiner Mutter und dann nach 2 Jahren getötet wird, 2 Jahre alt, wo ich mich frage, wo war da die Hilfe? Und vor allen Dingen, wie kann da wieder ein systemisches Versagen funktionieren? In Berlin gibt es U-Untersuchungen, die Pflicht sind. Das heißt, wenn du nicht zur U1, zur 2 oder 3 bis U9 ist dir und du gehst da zu einer nicht hin, dann kriegst du ein Schreiben. Wenn du das wieder nicht aufforderst, dann kann dir dann schon passieren, dass die vor deiner Tür stehen. Und das ist wichtig und richtig. In dem Bundesland, wo Tim war, gibt es die Untersuchung auch. Aber es gab halt keinen, der das wirklich nicht eben nachgegangen ist, als wenn es da keine Pflicht gibt, daran teilzunehmen. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Also ich persönlich würde dazu appellieren, nun nicht in dieser Rhythmus, aber ich würde schon sagen, dass man vielleicht aufgrund des Kinderschutzes sagt, man guckt mal die ersten 4 Jahre, wie es einem Kind geht. Und wenn man nur alle halbe Jahre mal guckt, hat das Kind Hämatome, ist das Kind irgendwie verhaltensauffällig. Ja? Und ich habe damals in einem Bild-Interview ganz klar gesagt, wenn wir in die Lockdowns gehen, wird der Kindesmissbrauch und die Gewalt gegen Frauen und Kinder extrem in die Höhe schießen. Und leider hatte ich ja recht. Und das, wenn ihr mal eine Zahl habt, das sind ja Statistiken, die jetzt rauskamen. Alleine die Kriminalstatistik zeigt, von 2002
also von 2019 zu 2020, innerhalb eines Jahres. Die Zunahme von Kinderpornografie 56% in unserem Land. Und die Zunahme von Missbrauch 6,8 oder 6,9%. Innerhalb eines Jahres. Ich bitte euch, wir sind hier nicht, und jetzt will ich nicht mal sagen, jetzt könnte ich sagen, wir sind hier nicht in irgendeinem dritten Weltland. Ich sag euch, die gehen besser mit ihren Kindern um als wir. Und die haben gar keine Möglichkeiten. Ja, und die haben gar keine Möglichkeiten. Und deswegen sage ich, wir müssen uns mal ein bisschen entschleunigen und als Gesellschaft mal endlich kapieren, dass es bestimmte Dinge gibt, die wichtiger sind. Und das sage ich als jemand, der genau auf diesem Trip war und jetzt sagt, nein, das müssen wir sehen. Und ich persönlich gehe sogar eigentlich noch weiter. Ich bin der Meinung, dass in Führungspositionen in der deutschen Politik normalerweise erstmal sowieso Leute sitzen sollten, die aus diesem Ding auch kommen. Also ein Banker im Gesundheitsministerium ist ungefähr genauso, als wenn ich, keine Ahnung, ein Schneider in Automobilie habe. Oder ich weiß es nicht, aber vor allen Dingen wäre ich unheimlich dafür, dass Politiker vielleicht auch ein bisschen wissen würden, wie das ist, Vater und Mutter zu sein und vielleicht auch mal wissen, wie es ist, wenn man mal nicht direkt wie der ein oder andere, ich will jetzt gar keine Farben sagen, direkt von Mami aufgezogen, noch nie gearbeitet, direkt ins Studium, immer alle den Arsch geschoben, kriegt dann in die Politik und jetzt auf einmal sagt, was kostet die Welt? Ich nehme 3. Was kostet ein Liter Benzin? Ich weiß es nicht. Dass aber die meisten Kohle davon Steuern sind, von was wir euch bezahlen, das ist doch eine Frechheit. Ihr schlagt uns doch ins Gesicht. Ihr habt verdammt nochmal zu wissen, was ein Liter Milch kostet, was ein Laib Brot kostet, was Benzin kostet. Und ihr habt noch die oberste Pflicht zu wissen, wie es unseren Kindern geht. Vielleicht sehe ich da was falsch. Aber ich weiß, dass es mittlerweile Millionen Menschen genauso sehen wie ich. Und das wird doch dann sehr interessant. Oder? Für manche leider beängstigend, glaube ich. Also ich möde das. Du sprichst das im Herzen an. Fragen wir doch mal die Politiker, was sie davon halten, bei 10 Millionen Kindern und 1,6 Millionen Mobbingopfern und vielleicht 2 bis 3 Millionen Missbrauchsopfern, was sie denn konkret machen. Nicht nur straftechnisch, sondern investiv. Warum Carsten keinen müden Cent bekommt, aber 80.000 Kinder reicht auf Privatinitiative. Was ist los in unserem Land? Da gibt es ja andere auch. Es gibt natürlich Organisationen, die, sage ich mal, ich will es jetzt nicht sagen, die sich natürlich einsetzen. Es gibt auch gute Beispiele. Ja, natürlich, ja, die auch gefördert werden. Aber oft sind es die, und das kriege ich immer wieder mit, die sagen dann, naja, wir können das nicht so sagen. Ich sage, wieso kannst du das nicht so sagen? Naja, dann werden wir vielleicht nächstes Jahr nicht mehr unterstützt. Ach, das heißt, ich werde ja nicht unterstützt, deswegen kannst du das sagen. Aber genau darin liegt dir eine gewisse Freiheit, weil ich bin nicht da, ich sitze nicht an diesem Futtertrog, also bin ich auch nicht da abwendig, dass da einer reinkippt. Du hast es vorhin gesagt, ich kippe jetzt nur wieder rein, wenn du schön das sagst, was ich hören will. Und kein Widerwort. So, und deswegen ist es so. Nein, dann ist es so. Dann mache ich es halt über Sponsoren, über Unterstützer. Und es werden ja dann auch immer mehr Menschen. Weil es gibt ja nun mal auch Menschen, die ein Herz für Kinder haben. Aber bevor du die nicht mobilisiert hast, sensibilisiert hast, dass die sagen, wie bitte, Carsten? Handbuch für Pädophile? Kindersexpuppen? Sag mal, bin ich hier im Wald? Wusste ich nicht. Wie? Und wenn du das aber machst und jetzt die Reichweite nutzt. Und darum sind ja solche Talks so wichtig. Aber hat es vielleicht auch damit zu tun, dass er, ja, sagen wir mal, dass es sehr sparsam ist mit den Verbündeten oder mit der Unterstützung, die er bekommt, dass dieses Thema besetzt ist durch zum Beispiel die Rechten? Die radikalen Rechten haben das zu ihrem Thema gemacht und die linksliberalen, Linken, was auch immer, die Konservativen fürchten sich davor. Also ich kann es nur statistisch, man hat ja diese Abstimmung gehabt Verstraffung der Strafen bei Kindesmissbrauch und da ist es ganz klar, wer dafür gewählt hat, wer sich enthalten hat. Und man könnte schon sagen, dass das in AfD, CDU, CSU und teilweise ein SPD-Ding ist und die anderen haben sich letztlich Linke, Grüne, auch die Liberalen haben sich enthalten. Da frage ich mich natürlich, warum. Ich frage mich natürlich, warum, wenn man doch angeblich seine Parteivergangenheit hinter sich gelassen hat. Und wenn man doch in seiner eigenen Partei Leute gehabt hat, die gesagt haben, erregt mich sexuell, wenn sich eine Fünfjährige auszieht. Und wenn man eigene Parteimitglieder gehabt hat, die
Kindesmissbrauch per Gesetz verändern wollten, dass man mit 12-Jährigen Sex haben kann, dann sollte man doch verdammt nochmal daraus gelernt haben und endlich mal die Kinder schützen. Aber vielleicht hat man seine Vergangenheit da doch nicht so abgelegt. Vielleicht gibt es ja doch noch den einen oder anderen, und den gibt es ja leider auch in anderen Parteien, die vielleicht auch dafür sprechen, dass da mal ein schwarzes Schaf oder auch mehrere dabei sind. Kann auch ein graues sein, ich will jetzt hier bloß nicht was Falsches sagen, könnte auch ein grünes sein und ein blauer, ein rotes oder auch ein Chamäleon vermimmelt, ist mir scheißegal. Wer Kinder anfasst, der hat in diesem Land jegliches Recht auf Freiheit verloren. Die Kinderseele ist das Wichtigste, was ein Kind hat. Und wenn man ihm die nimmt, dann tötet man dieses Kind. Und ich finde es so widerwärtig, so beschämend und erbärmlich, dass sich Politiker da wegducken. Schämt euch in Grund und Bogen. Aber ich verspreche euch eins. Ich mache so viel Druck und so viel Feuer unterm Arsch, dass ihr eins spürt, dass eine Riesenmenge von Menschen das nicht mehr akzeptiert. Hey, 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 fuck yeah. Okay. Diese Wut, die wir hier gesehen haben, ne? Die muss man ja erstmal bekommen. Die muss man auch pflegen. Und dann willst du wissen, wie ich die pflege? Bitte. Du kannst nicht morgens aufstehen und bist so wütend. Das ist etwas, was du selbst in dir hast, ist klar. Aber ich werde es dir sagen, wie man diese Wut nährt, die man ja nicht, die nicht angenehm ist. Indem man Tausende von E-Mails liest, wo Schmerz, Verlust ist. Und im Gegensatz zu anderen, die das nicht mehr lesen wollen, lese ich das ganz genau. Nehme Kontakt zu diesen auf. Bin auf den Beerdigungen. Sehe, wie diese kleinen Kindersäre herabgelassen werden. In dieses Grab. Wieder viele Menschen stehen und weinen. Wie diese Eltern zu mir sagen, bitte verändere etwas, rette andere Kinder. Lass mein Kind nicht umsonst gestorben sein. Indem ich den pädophilen Monstern, die Kinder missbrauchen, wie den kleinen Tim, im Gerichtssaal gegenüber sitze und ins Gesicht schauen und ihm signalisiere, ich sorge dafür, dass du weggesperrt wirst. Indem ich dem Gericht da signalisiere, ich will 15 Jahre mit Sicherheitsverwahrung. Und wenn ich nicht da gewesen wäre, wäre das nicht 15 Jahre mit Sicherheitsverwahrung geworden. Ich sage euch was. Stellt euch einen kleinen Jungen vor, der etwas dünner ist, etwas schmächtiger, kaputte Kopfhörer hat und seiner Schule jeden Tag fertig gemacht wird, ausgelacht wird. Der zu seiner Mama sagt, ich gehe zur Schule und geht um 7:30 Uhr nicht zur Schule, sondern geht auf einen abgelegenen Bahngleis, zieht sich das T-Shirt über dem Kopf und läuft in die E-Lok. Er zieht sich das T-Shirt deshalb über den Kopf, damit er die E-Lok nicht kommen sieht. Und ich versuche dann, der Schule zu erklären, dass das wieder passieren kann. Stellt euch einen fast 18-jährigen Jungen vor, der über 2 Meter ist, ziemlich groß und kräftig, etwas fülliger, der in seiner Schule fertig gemacht wird, selbst teilweise von auch ja, Lehrpersonal nicht ernst genommen wird. Der sagt, er will mal auf Toilette. Aber er geht nicht auf Toilette. Er geht in den 4. Stock. Seine Berufsschule öffnet das Fenster und springt in den Tod, in den Schulhof, ist sofort tot. Die anderen Schüler, die Berufsschüler sind so fassungslos, stellen Kerzen hin. Die Schulleitung nimmt nach ein paar Stunden die Kerzen weg, wie die Schüler sich aufregen, heißt das bloß, macht hier nicht so ein Drama. Stellt euch wieder eine andere vor, wo der Junge mit einer Behinderung, der ein wunderschöner kleiner Junge ist, aber behindert ist, in seiner Schule fertig gemacht wird, sogar sexuell belästigt wird. Zu seiner Mama sagt, er möchte noch ein bisschen spielen, ob sie ihm noch eine warme Milch bringen kann. Wie seine Mama reinkommt, hat er sich an sein Bett erhängt. Das war Derek. Er war 10. Alexander war 17. Und Niklas, der sich das T-Shirt über den Kopf gezogen hat, war 11. Soll ich weitermachen? Ich habe noch ein paar. Wer war denn bitte bei Kascha am Grab? Wer vertritt Kascha? Wer sorgt dafür, dass sie nicht vergessen wird? Eine wunderschöne 25-jährige Frau, die sich durch Dummheit, Naivität, Hass, Eifersucht
eines und anderer Menschen in den Tod gestürzt hat, erhängt hat. Alle wollen sie vergessen. Und alle tun so, als wenn sie nicht, als wenn sie diejenige ist. Ich vergesse es nicht. Und der Knall, der kommt noch. Der, der daran schuld ist, postet Bilder, wie es gut es ihm geht, wie er im Urlaub ist, mit seinen Kindern. Und ich sehe Bilder von einem 6-jährigen Jungen, der seine Mama vermisst und das Grab seiner Mutter küsst. Ist das fair? Oh, da kann man etwas wütend werden, ja. Diese Politik, dieses gesellschaftliche Versagen nährt meine Wut. Und wenn es dem einen oder anderen unverständlich ist, lade ich euch gerne ein, auf diese Beerdigung mitzukommen. Vielleicht kapiert er dann. Oh, aber das wollt ihr ja nicht. Also erzählt mir nichts von Leid und Schmerz. Sondern haltet einfach eure Fresse und lasst mich meinen Job machen. War deutlich, oder? Florian, ich habe, um bei dieser Emotion zu bleiben, ich habe mal versucht, einen Motivationstrainer mit einem Missbrauchsopfer zusammenzubringen. Und was ich da gesehen habe, war ziemlich enttäuschend. Also der Motivationstrainer wollte bloß nicht sich damit konfrontieren, weil seine positive Psychologie, ne, er möchte gerne Entertainment, er möchte gerne gute Laune, er möchte bloß nicht die Geschichte dieser Frau hören, die sie erzählen will. Sie braucht es. Und da hätte ich eine Frage zum Thema Emotionen, weil du hast mal erzählt, dass durch deine Taktung in deinem Geschäft, ja, durch die Möglichkeiten, die du hast, deinen Besitz, die Sättigung, die irgendwann eingetreten ist, dass du Schwierigkeiten hattest mit Emotionen. Lachen, weinen. Wie hast du das abgelegt? Wie hast du dich davon gelöst, von diesem... Wow. Die erste glasklare Wahrnehmung. Es gab mehrere Wahrnehmungen auf meinem Weg. Einmal, dass meine damalige also Ex-Frau gesagt hat, ganz banale Sachen, wenn du mir keine Kinder machst, verlasse ich dich. Geschluckt. Dann ging das weiter, 5, 6 Jahre später, fiel mir auf, ja, für wen arbeite ich eigentlich? Wir wohnen alle in Schlössern und Palästen mit fetten Millionenkonten. Ich fahre meinen Sohn zu seinem besten Freund, kommt zurück, die Pizza ist aufgefressen. Was ist los? 2006 werde ich abgeballert in Caracas, komme am Flughafen Miami an. Meine sogenannte große Liebe schafft es nicht, mich zu empfangen. Ich habe 120 Tische, also zig draußen, zig drinnen. What the fuck, ja? Und irgendwann habe ich auch gesagt, out, out, es ist falsch. Und natürlich wusste ich selber im Inneren, wenn ich mich im Spiegel betrachte, ich habe nur noch eine Fratze gehabt, das bisschen Seele, was da noch drin war, weil ich war ja selber monetär digitalisiert. Ich war hier größtenteils abgeschnitten. Aber es war noch ein bisschen Seele und Herz da. Und ich wusste, dass der Weg scheiße war, für den ich mich auch entschieden hatte. Ja, programmiert hin oder her. Ich bin den Weg auch gelaufen. Und dann musste ich erst mal 3 Jahre fragen, what the fuck will ich eigentlich? Um was geht's denn überhaupt? Und ich bin echt inspiriert von dir, Carsten, weil du das so tief drin hast. Und ich selber in meiner Familie das erlebt habe, nicht nur an mir, auch anderen. Und es gibt da echt Suizidfälle, verdammt nochmal. Und darüber spricht auch wieder keiner. Und es wird alles totgeschwiegen. Alles, dieses scheiß Mobbing. Alles sind halt alles unbequeme Themen, von denen man... Es ist ja auch... Das ist ja, ich sage mal, es gibt nicht entweder oder. Das, ja, ja. Sondern es gibt nur, warum nicht als auch. Guck mal, da kommt... dass das inszeniert ist und so, müssen wir uns nicht hinstellen. Aber natürlich ist es wichtig, für die Natur zu kämpfen. Und kommt jemand, es ist eine geile Werbekampagne, man macht das und man tritt Fridays for Future los. Gut, bis man es natürlich übersättigt, dann wird es zu viel. Aber da springen sie alle auf. Überall, denkt immer nur die los. Fridays for Future, hier, so, wichtig, bumm. Dann Rassismus. Rassismus, da stehen wir alle auf. In unserem Land. Rassismus. Ja. Wegen unserer Geschichte. Aber Rassismus ist nur eine Form des Mobbings. Es ist rassistisches Mobbing, rassistische Ausgrenzung. Aber da sagen wir alle, wow. Ich kann dir aber sagen, dass sich wegen Rassismus nicht viele Kinder umbringen, sondern wegen, du bist fett, du stinkst, geh sterben.
Bei Rassismus stehen wir aber aus, weil es ist Mainstream. Kann man wieder schöne... Das ist cool. Denk doch einfach mal in Hashtags oder in dieses Einbinden. Ja? Bei Rassismus kannst du ein Stadion schmücken. Black Lives Matter, wichtig! Aber immer wieder fällt euch was auf. Was fehlt verdammt nochmal? Children too, children matter. Was ist damit? Was ist mit den Kindern? Warum nicht? Guck mal, bei den ganzen Dingern gehen sie alle auf die Straße. Guck mal, gegen Kinderschutz. Geht keines auf die Straße? Das gibt's doch gar nicht. Und ja, dann kommt mal was Schlimmes wie Metzelder, dann gibt's einen Aufschrei in den Medien, so, aber vor allen Dingen in den sozialen Medien. Aber ja, dass er nicht dadurch jetzt, dass du das Urteil dadurch nicht kippst, ist eins. Aber ich hätte doch wenigstens erwartet, dass jetzt der DFB, ja, Poldi hat, aber übrigens, Poldi ist ja nicht mehr aktiver Fußballer, nicht wahr? Ja, also, dass jetzt wenigstens der ein oder andere aktive Fußballer da aufschreibt, nein, es ist nicht sexy, es ist nicht Mainstream und so, was sagen unsere Sponsoren dazu? Immer wieder, wir wollen es ja jetzt nicht, sprich trotzdem an. Denke doch mal ran, wir haben ihn auch schon das ein oder andere produziert und der ein oder andere stößt sich an meinen Art, wobei ich für den Kinderschutz stehe, ich habe Menschenleben gerettet, Gesetze verändert. Aber scheint ja dem einen oder anderen egal zu sein, weil es ist nicht sexy. Und wir reden hier von großen Konzernen. Es ist mir scheißegal. Soll ich vielleicht mal bei den Konzernen richtig graben? Ich finde bestimmt was. Als ich nämlich damals gesagt habe, wie sie verticken Kindersexpuppen? Ja, sie wollen mir also erzählen, es ist nicht ihr Problem. Na, dann mache ich es zu ihrem Problem. Oh, jetzt gibt's die da nicht mehr. Man sollte wirklich vorsichtig sein. Weißt du, was das Erste, was ich gemacht habe, war? Meine Geschichte erzählen. Meine eigene. Ich stelle mich nicht hin als Moralapostel und sage, ich weiß, was ich gemacht habe und dazu stehe ich auch und habe ein Buch darüber geschrieben und damit ist es. Und wenn man jetzt der Meinung ist, dann sollen sie doch machen, das ist mir doch egal. Entscheidend ist aber, für was ich eintrete. Und das ist die Zukunft unseres Landes. Und wenn man für die Kinder eintritt und dafür angegriffen wird, naja, also was Wichtigeres, für was man angegriffen wird, kann es nicht gehen. Also immer wieder. Wenn jemand rassistisch beleidigt wird, ja, zum Beispiel, ist es vielleicht ein erwachsener Mann oder eine erwachsene Frau, kann sich vielleicht wehren. Wenn man wegen gleichgeschlechtlicher Liebe angegriffen ist, kann es ein erwachsener Mann und eine erwachsene Frau sein, die kann sich irgendwie wehren oder Anzeigen machen. Ja, Bäume, für die man kämpft, sind wichtig, aber ich sag euch was, die werden auch noch in 300 Jahren stehen. Ist wichtig. Ja, dass man sich für schwarze Menschen einsetzt, super wichtig. Ganz wichtig. Ich habe bloß immer eine Frage. Warum geht das nicht mit der gleichen Energie, mit der gleichen Stärke und mit der gleichen Gemeinschaft für unsere Kinder? Und jetzt frage ich, warum nicht? Florian, hat das nicht mit Fundings auch zu tun? Mit was? Fundings für bestimmte Bewegungen. Also wenn wir über Fridays for Future reden, wenn wir über Black Lives Matter reden oder andere Bewegungen. Und wer sind denn diejenigen, die das finanzieren? Also ich möchte mich da auch nicht drauf... Das ist ein Nebenkriegsschauplatz. Wer, wem, was, aus welchen Gründen, ob es eine geopolitische Thematik ist und so weiter, möchte ich mich gar nicht hinbewegen, weil wir verniedlichen dadurch... Für mich ist es das zentrale Thema. 10 Millionen von 80. Und es wird unser Land zerstören. Und ich fokussiere mich gar nicht auf den Nebenkriegsschauplatz, das ist ja auch das, was wir anstreben. Wir sind im Kinderthema primär, ja, nicht so annähernd so stark, wie du das machst, aber wir machen unseren Beitrag. Und ich würde ganz gerne mal eine Kinderbewegung sehen, die so viel Aufruhr schafft wie Genderneutralität oder so gelb, grün, blau, was immer, orange oder Black Lives. Das wäre mein großer Wunsch und ich glaube, du bist da echt auf einem guten Weg, ja, dass das kommt und dass sich mehr Leute trauen, darüber zu sprechen. Ich habe schon eine Bewegung geschaffen. Genau. Die mag vielleicht für manche noch in einem kleinen Bereich sein. Ich weiß, dass das schon ein paar Millionen Menschen sind und die wird nicht weniger. Wie wäre es mit 20 Millionen? Ja, irgendwann sollte es so sein. Genau, dann wäre es nämlich die richtige Priorität. Genau, und dann wird es auch in dem Moment interessant, weil in dem Moment, also es ist ja jetzt schon den Unterschied bei mir zu merken in der Unterstützung, weil jetzt ist Wahljahr. Und Wahljahre sind für Projekte und Persönlichkeiten, die für etwas Bestimmtes stehen, sehr, sehr, sehr wichtig. Und jetzt immer wieder, ich könnte ja jetzt auch hingehen und sagen,
Guck mal, ich habe ja die Gesetze nicht alleine. Es ist ja nicht nur Kindersexpuppen und Handbuch für Pädophile kommt so direkt eigentlich mit von mir. Ja, aber da gibt es ja auch zum Beispiel, muss man sich auch mal vorstellen, also vorher war es so, wer jemand ein Kind missbraucht hat, der stand 10 Jahre im Führungszeugnis, danach war es wieder gelöscht. Dann konnte er sich wieder bei einem Fußballverein anmelden, konnte er in eine Kita gehen, konnte er in eine Schule gehen. Und dann haben wir, und das habe ich ja, das hat die CSU gemacht und ich habe es als eine sehr starke Stimme des Kinderschutzes mit gestützt und gedrückt. Gedrückt auf die Parteien, die sich komischerweise bei all diesen Gesetzen, ganz besonders beim Kindersex mit der FDP, nein, nie. Und da frage ich mich immer, was ist los? Was ist los mit unserem Land? Ja, was ist los? Also müssen wir darüber diskutieren. Und deswegen sage ich ja, wenn die das in sich da besprechen, dann bleibt es ja in sich, kriegt keiner mit. Aber durch Persönlichkeiten wie mich und auch andere mit Reichweite kann ich das Thema ja, Mann, schon schlimm, dass die Grünen, die Linken und die FDP die Kinder nicht so schützen wollen. Ist schon echt traurig und fraglich. Wollen wir nochmal in die Geschichte zurückgucken? Und dann wird es wieder unangenehm, nicht wahr? Und genau das ist es. Und nichts weiter mache ich. Ja, ob jetzt manche das populistisch finden oder was ich wart. Und ja, du hast recht, natürlich ist es auch so, dass natürlich auch bestimmte Parteien bestimmte Themen ansprechen. Aber das bedeutet jetzt also, weil jetzt die AfD, sagen wir mal, dieses Thema halt auch nimmt, können wir es ja nicht nehmen. Da müssen wir ja aufpassen, dass die AfD jetzt nicht bald sagt, wir essen jetzt aber alle Pizza. Dann werden wir keine Pizza mehr kaufen. Oder die AfD sagt, wir wischen uns jetzt alle den Arsch mit Toilettenpapier ab. Und dann machst du es denn nur noch mit der Hand. Verstehst du, was ich meine? Was ist das für eine Scheiße? Ja, es ist die Grundlage unseres Landes, sind die Kinder. Ohne Kinder keine Zukunft. Und ob die das jetzt da nur sagen oder in Hamburg platzt eine Tube Senf, das ist mir vollkommen Latte. Entscheidend ist, dass die darüber nur reden. Ich bin einer von vielen, die wirklich was machen. Und das macht den Unterschied. Denn reden hätte, könnte, wollte, sollte. Verändert nichts. Machen. Das ist der Unterschied. Und deswegen ist es mir auch egal. Und es gibt gute und beschissene Politiker in jeder Partei. Und deswegen müssen wir an einen Tisch kommen, müssen schauen, was wir verändern können und nicht gegenseitig blockieren. Und immer wieder, wenn es um die Kinder geht, dann muss jedem bewusst sein, da darf es keine Kompromisse gehen, da können wir drüber reden, naja, Gymnasium jetzt 12 Jahre oder 13 Jahre, das will ich jetzt noch, okay, kann man drüber reden, aber naja, also müssen wir die Gesetze jetzt anheben, reichen denn nicht 3 Jahre auf Bewährung für jemanden, der ein Kind die Seele raubt, nein. Und deswegen fand ich den Reul so immens gut, dass er gesagt hat, daher kommt es ja und wir sollen ja, nur noch mal einen kleinen Tipp an alle Politiker, man sollte die Quellen angeben. Und ich mach hier nicht die Baerböck oder die Gefei. Wer ein Kind missbraucht, tötet seine Seele. Und das war Reue, wie Karstenstahl. Karsten, dem kann ich echt nur beipflichten. Die wieder in den Griff zu bekommen, ist eine Lebensaufgabe, sie klappt. Ja, nee, wird's auch nicht. Also mal wieder, ich habe in so einer Talkshow, hat man mich mal gefragt, war ich dann zufällig auch zum Ende dran, haben sie alle halt vorher gefragt, was wünschen sie sich, was sind ihre Ziele, was würden, wenn sie jetzt einen Wunsch frei hätten, ja. Dann ist halt einmal so rumgelaufen und dann haben die halt, dann hat man dann auch mal geklatscht, etc. Und dann kamen die zu mir und haben gesagt, Herr Stahl, was wäre Ihr Wunsch, wenn Sie jetzt was sagen, wissen Sie, ich wünsche mir, eines Tages arbeitslos zu sein. Dann haben sie erstmal überlegt, das würde bedeuten, es würde keine gemobbten und leidenden Kinder mehr geben. Da das aber eine Utopie ist und das niemals so eintreten würde, habe ich einen anderen Wunsch. Und vielleicht können die, die im Raum sind und die das sehen, das nachempfinden. Und dieser Wunsch ist möglich, wenn wir gemeinsam etwas bewegen. Ich wünsche mir, dass eines Tages kein Kind mit Angst zur Schule geht, von anderen fertig gemacht zu werden. Und dass irgendwann kein Kind mit Angst einschläft. Und mit Angst aufwacht. Denn wie sich das anfühlt, das weiß ich. Und wer mich dafür kritisieren kann, sagt's mir ins Gesicht. Wenn ihr die Eier dafür habt. Letzte Frage. An euch beide.
unser Herz pumpt von uns allen dreien und jeder von uns wird irgendwann sterben. Was ist das, woran sich Menschen erinnern sollen, wenn ihr nicht mehr da seid? Wandel. Wir können uns verändern. Es gibt kein Gesetz, das uns besagt, dass wir nicht unsere Bestimmung leben, unseren Weg gehen können. Ja, wir können frei sein von dem ganzen Dreck. Carsten, woran sollen sich Menschen erinnern, wenn du nicht mehr da bist? Wir machen da weiter, wo er aufgehört hat. Das ist das Wichtigste. Denn du weißt nicht, wann der letzte Tag kommt. Das kann morgen sein, das kann in vielen Jahren sein. Aber Kinderschutz ist eine Generationsaufgabe. Es wird niemals hundertprozentig sicher sein für Kinder. Aber nur weil die Generationen vor uns versagt haben, heißt das nicht, dass wir es immer weiter so machen müssen. Wir hatten auch mal Tastentelefone. Und wir haben auch mal fließend Wasser aus dem Bach geholt. Und wir haben uns weiterentwickelt. Wir können sogar heute, wie aus Zauberhand, Virusse innerhalb von Wochen Mittel dagegen empfinden. Vielleicht schaffen wir es auch mal, die Kinder zu schützen. Und ganz nebenbei fände ich es richtig geil, wenn wir es auch mal schaffen, mit der gleichen Schnelligkeit Mittel gegen Krebs und AIDS zu finden, wenn man schon so genial ist. Ich danke euch beiden. Bisschen Sarkasmus muss erlaubt sein. Ja, danke vielmals für eure Zeit, für dieses starke Plädoyer, auch für den Kinderschutz. Und macht weiter, bleibt stark, bleibt stabil. Und macht's gut, Leute. Und checkt das Video auf dem Kanal von Carsten Stahl, das ihr beide gedreht habt, bevor wir das hier gedreht haben. Wir sind immer noch in meinem Studio, deswegen sieht es alles gleich aus. Wir haben auch das gleiche nur stinkende Shirt jetzt an. Es sind hier 45 Grad drin, deswegen mit dem stinkenden Shirt passt. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.